Ich denke nicht mehr, dass du da vorne das sein willst. Ja, das ist er! Ja, dann. Na, guck mal, der auf dem Bild, der sieht genau gleich aus wie der, der neue ist. Ich kann mal da vorne hin. Nein, ich will mal ein Foto von denen machen. Bitte, bitte, bitte. Wir lassen mal. Nein, ich will mal da vorne hin. Nein. Ich will mal ein Foto. Ich kann kein Foto machen. Was Sie jetzt erleben, sind freie Mitarbeiter. Hey, Bruno! Du musst gucken. Er hat eine Hand, eine Pfoten unter den Füßen. Ja, das ist ein ganz seltener Vogel. Sogar, das ist der schwarze Milan. In Deutschland sehr selten. Und wie gesagt, ein vollkommen wilder Vogel. Der ist nie in meinen Händen gewesen. Der kommt einfach hier vorbeigeflogen während der. So. Das heißt, ohne Kunden. Max, Treppe einziehen, bitte. Jetzt kommt der Maul. So ein Adler kann ganz schön alt werden. Er kann an die 70 Jahre alt. Als nächstes komme ich mit der Stella. Sie werden vielleicht durch die Medien erfahren haben, dass die einen ganz kleinen Spazierflug von 1000 Kilometern vor kurzem gemacht hat. Und die will ich Ihnen natürlich auch noch vorstellen. Habt dann alle gesehen? Muss ich durch die Reihen gehen? Nee, gut. Stella heißt nämlich auf Spanisch Stern. Und dann kommt noch dazu, dass ein berühmter Wissenschaftler, Naturforscher, den Riesenseeadler entdeckt hat. Und der hieß auch Stella. Deswegen heißt der Riesenseeadler auch Stellischer Riesenseeadler. Guckt mal hier, was hier angetan. Also die polnischen Forschungsämter sind wesentlich besser ausgestattet als unsere deutschen und wesentlich angenehmer eingerichtet. Das kann ich bestätigen. Interessantes Erlebnis. Ich habe das Gefühl, dass die Polen mittlerweile uns besuchen. Wir sind schon ganz schön degeneriert, was die Wirtschaft betrifft. Aber jetzt eigentlich zu den Riesenseeadlern noch zu sprechen ist, dass dieser Vogel noch das höchste Jungvogelgefieder besitzt. Er wird mal sehr prächtig aussehen, er bekommt eine schwarze Grundzeichnung mit einem leichten bläulichen Schimmer, wenn dieses Tier in der Sonne sitzt. Das obere Drittel des Flügels, der Bauch, der Schwanz, die Hosen, das ist die Befiederung um die Beine, werden schneeweiß gezeichnet sein. Der Schnabel, der auch noch ungefähr ein Drittel größer wird, und die Fänge, was die Füße des Greifvogels sind, bekommen eine nahezu unnatürliche Orangezeichnung. Also ein ganz interessant und aussehender Vogel. Mich hat dieser Vogel schon als Kind begeistert, weil ich sehr oft beim Bade gewesen bin im Berliner Tierpark und der hatte als erstes in Europa diese Tiere gehalten. Was bei den Riesenseeadler dazu kommt, ist, dass er wahnsinnig wertvoll für die Art ist. Es ist einfach eine Genreserve, die wir hier gerade sitzen haben. Es gibt nur noch 2000 Brutpaare in der Natur und leider auf einem relativ eingegrenzten Areal, nämlich auf Kamtschatka und den japanischen Inseln. Und Sie wissen selber, voriges Jahr Fukushima, so eine Umweltkatastrophe kann bei solchen Beutegreifern, die potenzielle Schadstoffsammler sind, dazu führen, dass die Bestände noch mehr in den Keller gehen oder vielleicht ganz verschwinden. Das hatten wir in Deutschland mit einem Wanderfalken gehabt, der durch ein Umweltgift ausgerottet wurde, durch DDT, die konnten sich nicht mehr fortpflanzen. Ich hoffe nicht, dass es mit dem Riesenseeadler so passiert. Die Chancen stehen sehr gut. Aber es kann ganz schnell. Diese jungen Adler haben keine feste Revierbindung. Das macht es für mich schwierig. Ja. Die haben zwar eine Bindung zu mir zum Beispiel, die ist da, aber nicht an das Revier.
Und wenn der Adler in der Thermik ist, gucken Sie sich mal hier die Fläche an. Die hat keinen markanten Punkt. Der findet das einfach nicht wieder. Also diese Tieren auch eine gewisse Freiheit zu geben, kann man nicht mit allen machen, weil hier einer beim anderen auf dem Speiseplan steht. Das ist einfach so. Also ich kann hier nicht meine Adler wild durch die Gegend fliegen lassen, da habe ich dann nur noch einen Steinadler. Das ist dann einfach mal so. Das zum Fliegen, ich weiß nicht, ob es die Wärme ist. Sie ist ein bisschen unzuverlässig momentan. Mal sehen, wie es klappen wird. Ich lasse die dann auf eine Beuteattrappe fliegen. Das ist ein Federspiel, mit dem ich meine Großfalken trainiere. Zu der Art ist zu sagen, es ist ein Saker- oder Wirkfalke. Diese Falkenart wird schon seit über 3500 Jahren in der Falknerei verwendet. Die Falknerei ist eine sehr alte Jagdmethode, wo man einfach die Schnelligkeit und die Kraft dieser Tiere sich zunutze gemacht hat, um selber Beute zu erjagen. Die Wiege der Falknerei liegt im arabischen Raum in Persien. Dort die Steppenvölker hatten mit ihren primitiven Waffen, die man da zu tragen, Kragentrappen sind etwas über hühnergroße Laufvögel, die man in den Steppengebieten mit diesem Tier bejagte. Hier ist noch so ein heller Falke, den ich dann die Haube abnehmen werde. Die Filme. Ja. Die Emma, los, Mensch! Was? Dieser kleine Kerl auf meinen Handschuh, warte mal, auf meinen Handschuh geflogen. Kommt. So, Hans. Frieda! So, Frieda ist meine kleine Schleiereule. Die Schleiereule ist ein absoluter Jäger der Nacht. Es wäre unfair, diesen Tier sie so zu präsentieren wie meine anderen Vögel. Deswegen habe ich der Eule es beigebracht, in die Kiste wieder zurückzukriegen, um sie einfach zu schonen, um mir einfach die nötige Deckung bereitzustellen. Kannst du mir mal das schwere Federspiel jetzt? Oh, was? Jetzt kam der. Emma. Ist immer ja. Jetzt hat er das da hingeschmissen, ja? Das ist ein Herz. Kann er aber nicht, der ist zu schwer. Ja, Emma. Kannst du mir mal das kleine Federspiel bitte nochmal? Kleine Peter, der will es doch noch. Der will es doch. Der will sie doch. Ausgewichen. Jaya, drei Durchgänge. Drei Durchgänge. Ich bin wieder auf dem Baum. Hey! Jetzt? Na, Emma? Hey! Und Jay! Emma? Super! Die Shiva werde ich vor Ihnen nicht frei fliegen lassen. Der Grund ist ganz einfach, mir hat ein schwerer Unfall in der Falknerei die Augen geöffnet, wo ich mir gesagt habe, du lässt den Greifvogel oder einen Steinadler vom Publikum nicht frei fliegen. Da war es nämlich unglücklicherweise so gewesen, dass der Falkner dieses Tier, also nicht den, einen anderen Adler, auf den Fuchsbalg geflogen hat, Beuteattrappe, während der Vorführung. Und der Adler hat plötzlich im Publikum ein rotblondes Mädchen gesehen mit ganz langem Pferdeschwanz von hinten, dachte, dass der Fuchs im Publikum sitzt und hat dort richtig zugeschlagen, sodass das kleine Kind bleibende Folgen davon gekriegt hat. Ich halte es seitdem für absolut unverantwortlich, diese Tiere in der Flugverführung ganz frei zu fliegen, weil es kann wirklich passieren, dass so ein ähnlicher Vorfall vorkommt und bei den vielen Vorführungen
Nein, ich mag aber jetzt gehen. Dann warte mal. Wir gehen dann wieder nach Hause. Adler vorbei war. Dann kommt der Uwe noch. Lieber! Ja. 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 Ganz gemütlich. Die haben so eine Leine, da kann man nicht weg. Ach, das ist eine feine Scheißkacke. Hm? Das war eine Scheißkacke. Ein Vogel. Das ist eine Nagelkacke. So, das war bloß ein ganz kleiner Eindruck, wie es aussieht, wenn dieser Vogel wirklich frei fliegt. Ich lasse diesen Vogel auch frei fliegen, wenn ich alleine bin. Bei der Namensgebung von Jungeulen hat man entweder zu 50% Recht oder Unrecht, was das Geschlecht betrifft. Man sieht es erst ziemlich spät anhand der Größe dieser Tiere und am Verhalten. Die weiblichen Tiere sind generell bei Greifvögeln und Eulen größer als die Männer, meist über ein Drittel sogar. Am Verhalten in der Natur ist es so, wenn ein Greifvogel fliegt, dann hat es einen Grund. Meistens ist es, weil er leichtes Hungergefühl hat. Meine haben keinen Hunger. Deswegen erlebt man hier manchmal interessante Dinge. So, ich bin jetzt mit meinen Lateinen auch am Ende. Was ich Ihnen aber auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir uns gerade hier in Moritzburg in einer einzigartigen Kulturlandschaft bewegen, die geprägt ist durch diesen alten Eichen-Buchen-Mischwald, durch die Teichgebiete in und um Moritzburg, die noch eine Menge Lebensraum für ganz, ganz seltene Tier- und Pflanzengesellschaften liefert. Wenn man hier mit wachen Sinn und Augen durch die Natur geht, wird man ganz viele schöne Dinge erleben können, die man als Kind das letzte Mal. Also es lohnt sich hier wirklich, Zeit mit nach Moritzburg zu bringen, einfach hier zu sein und die Seele baumeln zu lassen und die Natur zu genießen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, verbleibenden Sonnabend, Nachmittag. Viel Spaß noch und vor allen Dingen danke.